Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper 2. Ja, 5200 Taler haben wir schon. Ich habe mal hier unten ein bisschen weiter noch sauber gemacht. Also zumindest in den Bereichen hier. Oh, warte mal, da habe ich was vergessen. Wir brauchen ja Skillpunkte, ne? Nützt ja erstmal nichts. Na, auf jeden Fall wird die Tapete hier weichen. Und ja, hier muss ich noch... Ja, da oben vielleicht ein Fenster putzen oder so. Und ja, hier vielleicht mal noch ein bisschen gucken, ob man noch irgendwas sauber machen kann. Ja, hier, ne? Die Fußtapsen können wir noch sauber machen. Wundervoll. Ich finde das Bett, also das Zimmer so an sich, gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Der Nachtschrank könnte mal erneuert werden. Ja, das ist jetzt nicht so gut der Bringer. Aber ich würde sagen, hier können wir mal ein bisschen was sauber machen. Die Decke, ne, mal so ein bisschen entstauben. Ah, guck mal, immer mal so ein bisschen peu à peu, ne, durch die Folgen jetzt. Und dann gucken wir mal, wenn wir denn streichen können und Möbel kaufen können und so weiter und so fort, dass wir das denn hier so nach und nach erneuern. Wisst ihr nicht, was mit diesem Spiegel hier ist? Den kann man nicht sauber machen. Okay, kann man nicht. Okay, aber guck mal, ist doch unser Schlafzimmer schon mal wenigstens ein bisschen grundgereinigt, ne? Hier das Fenster braucht offensichtlich nichts. Ja, ne? Also einige Sachen, die wir verkaufen werden. Aber gut, ich würde sagen, immer so Step by Step, eins nach dem anderen. Und dann gucken wir mal, wir können hier nämlich schon Treppen und so kaufen. Baustellenzubehör, Türen können wir schon neu kaufen. Installationen, ja, neuen Kamin könnten wir uns unten zum Beispiel mal machen. Oberflächen, oh, gucke hier, voll die geile Tapete, Mensch. Lack, schwarze Farbe, Graustufe, okay, okay, okay. Hier könnten wir noch einen neuen Boden machen, oder was ist das? Ne, das ist Tapete. Tapete. Achso, guck mal, hier können wir nach Farbe sortieren. Nach Paneelen, Holz, ne, Fliesen. Okay, können wir noch gar nicht machen, glaube ich, ne. Wir können ja mal gucken, ob wir hier eine Tapete finden, die uns... Naja, ich habe ja ein Mädel erstellt, ne. Oh, die ist aber teuer, oder? Kaufen? Oh, okay, okay, okay. Nee, das lassen wir mal lieber. Wir gehen, glaube ich, mal lieber runter an unseren Laptop und versuchen mal noch ein bisschen mehr Taler ranzukriegen, ne? Dass wir hier denn das so nach und nach erneuern können. Warte mal, hier Post haben wir auch. Hi, June hat mir erzählt, dass du in ihrem Haus Wunder gewirkt hast und das hat mich auf eine Idee gebracht. Du solltest dich als lokale Handwerkerin vermarkten. Ich habe deine Dienste sogar auf dem Craigslist Kleinanzeigen ausgeschrieben. Mhm. Gern geschehen, na, das ist ja nett. Ne? Okay, dann geht's los. Ja, jetzt ist ja hier so... Ich habe eine neue Quest für dich. Womit fangen wir denn an? Sehe ich irgendwo, von wann diese E-Mail ist? Nö, wa? Also welche jetzt älter ist? Sauber machen. Aha, aha, aha. Mein Mitbewohner ist vor kurzem ausgezogen. Mein Bruder wird bald an seiner Stelle hier wohnen. Aber der Zustand des Schlafzimmers, ich kann ihn nicht einziehen lassen, während es so aussieht. Könntest du das also sauber machen? Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ja, komm, machen wir einfach mal. Gucken wir mal, was wir hier so Schönes machen sollen. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Schick. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, so ist schon mal klar, ne? So funktioniert es nicht. So, komm. Ich stell mal ordentlich hin. So rum vielleicht, ne? Und dann gucken wir mal. Können wir das hier gleich so entsorgen? Ja, das funktioniert. Dann machen wir mal diese wundervollen Reifenspuren hier weg. Auf das gleich neue reinkommen hier.
So. Machen wir erstmal den Außenbereich hier, wa? Fangen wir von der Seite an. Hier geht es mit dem Lappen weiter. Ist schon komisch irgendwie, oder? Ja, okay. Oh, oh, oh. Hat er nicht was von Schlafzimmer gesagt? Mysteriös, mysteriös. Aha. Gleich mal hier die Wand sauber machen. Die Reifen sollen wir bestimmt verhökern, ne? Wir machen erstmal hier die Flecken fertig. Das war nicht ein Dreck in den nächsten Dreck. Okay, jetzt hier. Müllhaufen, 2 Stück und dann sollen wir verkaufen. Die Reifen und diverse Zeitungen. Ja, gut, komm. Ach so. Naja, gut, dann machen wir es eben so. Die sollten wir eigentlich verkaufen, ne? Nun gut. So, da ist noch ein Müllhaufen. Ein Müllhaufen und diese Beutelchen, ne? Ist hier noch irgendwo? So, was ist denn jetzt hier Müll? Also bei uns ist das hier Müll. So, können wir... Ja, muss er erst öffnen, ne? Genau. So. Dann würde ich sagen, du kommst auch gleich mal mit raus. Und ich glaube, die Tonne, wollen wir die gelbe Tonne auch gleich mal mit rausnehmen? Ich glaube, das macht Sinn, oder? Die muss da hier nicht alleine draußen drinstehen, wenn alle anderen Tonnen draußen stehen. So. Dann ist das doch schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir hier das Regal nehmen, bleibt alles drin, ja. Das ist gut. Dann könnten wir ja vielleicht mal hier das Krams auch hier reinräumen. Macht ja vielleicht Sinn. So, du bist noch ein Müllhaufen, ne? Und das soll man vielleicht verkaufen. Nö, das nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal so. Und dann sind wir hier drin schon fertig. Kann man das schließen? Ja, guck. Wunderbar. Jetzt ist so die Frage, welche Tür nimmst du, wa? Wir gehen durch die erste Tür. Na, ich denke, so kommt man eigentlich auch rein ins Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir erstmal sauber, wa? Ja. Wie sieht das denn aus hier, sag mal? Junge, Junge, Junge. Aber die Küche sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus hier. So, hier gibt es nichts zu tun. Hier gibt es aber irgendwie verdammt viele Flecken noch. Ist das... Oh Gott, ich verstehe. Aha. Aha. Also viele Flecken in einem, ich verstehe. So, dann würde ich sagen, stellen wir die hier mal damit hin. Und was ist hiermit? Sollen wir dich verkaufen? Nee, dich können wir nicht verkaufen. Dich müssen wir gleich so entsorgen. So, ach so, ich soll die... Okay. Ja, das kann ich verstehen. Und wahrscheinlich die hier. Ja, haben wir die richtigen Schuhe verkauft. Oh Gott. Steven Jablonski. Ja, mit Z geht irgendwie nicht, ne? Naja, da wird schon anrufen. Wir machen hier mal sauber. Also, ne? Mit X ablehnen kann ich, aber annehmen kann ich es irgendwie nicht. Ja, du wirst mir schon auf ein AB sprechen, ne? Ich habe gerade keine Zeit, es tut mir leid. Hi, it's Steven, the unfortunate owner of the house you've agreed to clean. I'm calling to ask you a favor. I've had a microwave which disappeared mysteriously some time ago. Jack, my roommate, says he has no idea what happened to it, but I have my suspicions. So, if you find it in his room, could you move it to the kitchen? Though, I wouldn't be surprised if he sold it or something. I think that's all I have to say. Good luck with the job. Ja, ne? Eine Mikrowelle. Kann schon mal auf mysteriöse Weise verschwinden. Ist ja kein Thema.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein Wasserkocher haben wir schon mal gefunden, würde ich sagen. Oh Gott. Kinder, ah, da ist die Mikrowelle. Na, das ist doch nice. Okay, damit ist der erste Müll schon voll. Oh, oh, oh. So, ich würde sagen, das hier kann auch weg. Aha, aha. Ja, ne? Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen was runterzutragen. Dann gehen wir aber jetzt mal durch die offizielle Haustür und bringen das hier mal gleich in Müll. Ich glaube, wir lassen erstmal auf. So, da ist die Küche. Und dann nehmen wir mal die Mikrowelle mit und bringen die in die Küche. Ja, wo hast du die denn stehen gehabt? Wahrscheinlich hier so? Hm. Ja, woanders ergibt es wenig Sinn, ne? Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter sauber. Flecken. Es sind noch total viele Flecken. Na ja, gut, das ist klar. So, hier müssen wir noch was machen. Okay. Oh, so viele Fenster? Na ja, gut, dann machen wir mal Fenster sauber. Muss ja immer nicht alles erwischen, ne? So, na guck, da sieht doch schon fast aus wie neu. Kriegen wir gut hin, ne? Die machen wir auch noch schnell. Oh, wenn das denn echt immer so schnell gehen würde, wa? Das wäre natürlich ein Träumchen. So, wo sind denn jetzt noch Flecken? Ah, hier, guck mal. Zack. Aha. Wer malt denn bitte die Wand an? Nee, warte, Q wollte ich drücken. Aha, da haben wir noch einen Fleck übersehen. Und dann würde ich sagen, mach mal hier vielleicht mal zu. So, dann sieht das auch schon anders aus. Da wir ja hier mit in so einem Männerschlafzimmer landen. Vermute ich jedenfalls. Hm. Werden wir das hier mal anders platzieren, wa? Dann würde ich den hier hinlegen. Und der geht vielleicht so ein bisschen hier drunter, ne? Dass wenn man aufsteht, dass man warme Füße hat. So, dich drehen wir mal so ein bisschen. So, ich weiß nicht, warum hier ein Teller steht. Was müssen wir hier noch machen? Ganz, ach so, ich soll Sachen verkaufen. Okay. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Was soll man denn hier noch verkaufen? Oh, da ist noch Müll. Das kommt weg. Na toll, hätte ich gar nicht so viel aufräumen brauchen, wa? Schön. Ganz toll. Die ganzen Bilder hier wahrscheinlich. Das PC-Kram soll man verkaufen? Tatsächlich. Okay, dann machen wir das. So, was jetzt noch? Blümchen und noch zwei. Ah ja, okay. Haben wir alles verkauft? Und dann haben wir noch Müllhaufen. Naja, ist klar. Haben wir jetzt gesehen? Wo haben wir denn jetzt hier noch Müllhaufen? Da ist noch was. Haben wir alles, wa? Ja, guck mal. Ist das Zimmer doch tipptopp? Perfekt. So, dann gehen wir hier raus. Gucken mal, ob wir hier was machen sollen. Das haben wir schon gemacht. Dann gehen wir hier hin. Nichts zu tun. Wunderbar. Aber der hat natürlich auch ein schönes Zimmerchen hier, wa? Nicht schlecht. Oh, 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 oh. So, bringen wir hier mal alles ein bisschen in Ordnung. Das sollen wir verkaufen. Ja.
So, was soll man denn verkaufen? Die Schuhe, Zahnbürste, Becher und dies Ding da. Dies da. Und irgendein Glas. Ein Glas. Das hier? Ja. Gucke, haben wir alles verkauft? Dann müssen wir nur noch den Rest Müll hier finden. Du bist Müll. Und die Flecken soll man noch sauber machen. Eieieiei. Also da hätte er sich aber auch mal ein bisschen mehr drum kümmern können, wa? So, die Dusche ist noch schmuddelig. Ist das hier auch erledigt? Haben wir alle Aufgaben erledigt, würde ich sagen. Perfekt. Nur das ging doch schnell. So, bevor wir es wieder vergessen. Wo habe ich denn jetzt einen Vorteilspunkt gekriegt? Hier beim Saubermachen, ne? Oder? Habe ich nicht irgendwas freigeschaltet? Aha, Flipperwerkzeug. Wie ein Ei dem anderen. Verkaufen. Du kannst Objekte duplizieren. Brauchst du noch ein paar Stühle für die Party? Ach, gucke. Naja, das ist doch nicht schlecht. Dann machen wir es so. Perfekt. Super. Dann machen wir es wie immer. Einmal raus aus der guten Stube. Die Tür schönartig vor den Kopf hauen. Gucken hier noch einmal ringsrum, um uns vielleicht so ein bisschen Inspiration zu holen. Naja. Da geht noch was, würde ich sagen, nicht? Ich hätte mal ganz gern, dass man die auch wieder zumachen kann. Aber irgendwie. Okay, haben wir den dritten Auftrag erledigt. Shift Enter 3009 Talerchen gemacht. Gucke. Annehmen. Wundervoll. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich halt die Frage, womit fangen wir an? Ne? Fangen wir erstmal an, draußen alles ein bisschen auf Vordermann zu bringen? Ich würde ja sagen, ne, dass das schon Sinn machen würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man das verkaufen? Bringt uns sogar Taler, ne? Wir nehmen, was wir kriegen können. So, das ist natürlich hier alles nicht so das Gelbe vom Ei. So, du kommst mal hier hin. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier so ein bisschen. Kriegen wir das hier weg? Nö. Also Blätter kriegst du. Oder kommt vielleicht noch, ne? So, hier haben wir so ein bisschen die Algen. Scheint ein bisschen feuchte Wohngegend hier zu sein, ne? Kommt nicht viel Sonne hin. So, wie sieht's denn hier überhaupt aus von draußen? Naja. Gibt Schlimmeres. So, die Erde können wir nicht putzen. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir. Die Eimer hier vielleicht verkauft kriegen. Oh, sogar ein Pilz wächst hier. Ne, das lassen wir mal. Aber ich würde sagen, die Sachen, die hier so ein bisschen. Weiß nicht. Sollen die so aussehen, die Blaubeeren? Jahreszeitbedingt vielleicht. So, guck mal, den können wir verkaufen. Und der Rest ist schon wieder alles Müll hier. Naja, das geht so nicht. Wir wollen uns ja hier einen Handwerkerruf aufbauen. Dann kann es ja hier nicht aussehen wie Sau. Also das. Nee. Nee, nee, nee. So, kann ich das verkaufen? Ja, das kann ich verkaufen. Ich würde die Bank gern noch stehen lassen. Guck mal, unseren schönen Grill können wir hier noch sauber machen. Wundervoll. Ne? Immer Stück für Stück, eins nach dem anderen. Ja, das sieht doch gut aus. Na, hier, das können wir nicht. Kommt vielleicht noch, ne? Das war so ein Besen finden und so weiter und so fort. Jo, dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge noch weiter hier einmal außenrum ums Haus an, damit es wenigstens von außen so aussieht, als ob, ne? Als wenn hier was passieren würde. Oh, gucke mal. Verkaufen, nicht, dass mir das auf den Kopf fällt. Juti. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht's gut.
Tschüss.